Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. Es gab heute ein mega Update, darauf haben wir alle gewartet. Jetzt geht es mit der Story weiter, jetzt gibt es extrem viele neue Inhalte. Wir machen erstmal mit dem Auftrag Heimkehr des Kranichs mit dem Wind weiter. Wiederaufbau des Jahregemachs. Ich bin gespannt, was wir diesmal sehen werden, erkunden werden. Ich habe sogar gerade eben den hier gezogen. Chen-Hi. Ich werde sie auf jeden Fall demnächst mal leveln und mal schauen, was sie so alles drauf hat. Darauf freue ich mich. Beim ersten Versuch direkt gezogen. Ist immer nice. I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. Immer diese Frauen, die alles neu machen möchten. Eieiei. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Lady Ningguang, is there any way we can be a... Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contact. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you. The building site has been chosen, and most of the materials have... They are as follows. Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Oh, ist total dagegen. Der auch. Excuse my ignorance. Only sufficiently large pieces of Plastrite, or specifically, Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. Adepti sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti. Although these three items are rare, I trust that with your connections and capabilities, I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay mir eine Frage zu stellen, okay? And I will give you an honest answer. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information, then it's the deal of a lifetime. Information from Lady... What a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmur... Ah, du denkst, du bist schlau, aber ich werde der Erste sein. No. We better move quick. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge... So you heard my announcement, did you? What do you think? Na freilich. Providing the question pertains to something. Really? Ooh, then we'll never be short of Mora ever. Of course. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the... I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly... Remember, this is a race against the clock. Race against the clock. Macht's ja richtig spannend hier. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady. As it happens, we have some information. No. Don't be like that. Why don't you stay? Oh, right. Yeah. Okay. Was habt ihr vor, ihr Kleinen? Heimkehr des Kranichs mit dem Wind. Did you hear that? They said they had some useful information. Yay! Information, just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. Also, wo sind denn die hin? Beobachte heimlich, wo sind die? So, reicht es, wenn ich von hier die beobachte? Oder muss ich dahinter? Anscheinend muss ich dahinter. Well, will you look at... Don't worry, we're not bad guys. You give us some more... Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off, I'm telling... So what? She's loaded. I've already told you.
I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm... come on, ma'am. You seem like an intel... It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you. I won't... Boah, die wird jetzt richtig aggressiv. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table, then Shinyue Kiosk, then Wanmin Restaurant. Same How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich... Master warned me not to lay a hand on anyone, but here we are. Boss, I'm telling you, something's not... What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her. Oh, you again. The Millilith. What are the Millilith doing here? Did you do... Silence! How dare you threaten innocent civil... Shen He heißt sie, okay. My name. Oh, dich habe ich gezogen. Oh, so your name's... Oh, I've heard about you two before. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing... This is Leela Harbor. Laws. No. Really? That would be my stomach growling. She's so on it. Wait, that's right. They said you went around all den. Of course you're still hungry. Chingson, Glaze Lily, Violet Grass. These Hab are ich alles da? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. But after all, you... So, da kommen wir mit. Do you think Shenhe might be an Adeptus? Seems like it's her first time in Liyue Harbor. Eigentlich kann man die ja mal kurz ausprobieren. Zack, mal schauen, was sie so drauf hat. Where does she fit in with the other Adepti, though? Okay, cool. I'm super curious. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingson, Glaze Lily, and Violet Grass, please. Half. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, thank you. She's. My hunger has now abated. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. So, how come you chow down on. If Paimon had enough, Mora. Paimon would go to the... Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious. But should I return to the mountains... Menschliche Mahlzeiten. Food here, okay. Sampling each dish in order to appreciate its taste. Return to the mountains. Yeah. Enough about me. Oh, right! Paimon almost forgot! And... I see. I... yep! You get to ask, were you interested in... I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point... However, you have shown me your kindness, and I would now like... Wow! Yep, but having an Adeptus help out will make... Then let's not delay. I... Great! I am not sure whether... We simply need to... Veto! That is... Really? But I hear that competition... Look, we want to win this Sunset Vermilion Night... Wonderful. I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's... Baiju? What are you doing? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're... Huh? How can we... I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. No, no. We've got other stuff to do. Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There, as far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been... Okay, then. Let's go ask at the Feiyun Comp. Thanks, Bai. You're quite welcome. Good luck. Ah, ja, ja, das zieht ja alles in die Länge. Dieser Typ. Schnell weg von dem. Erstmal hier die Truppe nochmal aktualisieren. Zack. Bam. Nehmen wir wieder Tisch. Oh.
Yeah. Und ab geht's. Jetzt nichts Spannendes, nur ein bisschen Story. Und es geht weiter mit der Story. Master Xingqiu. Oh? Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out. I see. Have someone sort the orders by... Oh, how wonderful. Thank you, Master. Hey, Xingqiu. Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your- Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? Xingqiu, have you ever- Oh, I see. So you've entered- As well? The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some- We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up at the end of the day. It all comes down to supply and demand. Oh, 500 million Mora. Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price. But that. Don't panic. I don't suppose you ever heard of Seagazer? Who? Seagazer was once very close to Mountain Shaper. But if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else. According to records of Drifting Clouds, Seagazer once built. In a boat to store his rarest and most exquisite treasures. After Seagazer passed, the abode was abandoned. Das hört sich doch schon mal gut an. I came into possession of a stack of folk history books just re- That's great! Wouldn't it be a little... You needn't worry. As far as I understand... Open-minded. Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. Let's go. Oh, Shen-hei. I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially... Okay, we will... Okay, das hört sich alles gut an. Wir machen wahrscheinlich wieder direkt in eine Sphäre. Wohin? Dahinter, oder was? So nah. Hätte ruhig ein bisschen weiter weg sein können. Oh, da hinten ist eine Truhe. Habe ich gar nicht gelootet. Muss ich mal merken. Was gibt's hier? Let's see. Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. Okay. Was hat die gemacht? This place was hidden using a special adepti art. But now that I... Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around! Hey, look! Is that a new Celia over there? Ui! Komm mal her, du Süßer! Hau nicht ab! Ah, das war die... Okay, krass! So, wohin? Hier runter? Oh. Geo fehlt noch. Die Frage ist, brauche ich das? Scheiß drauf. Wir versuchen es einfach mal so. Weil ich wüsste jetzt nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Den brauchen wir immer. Weil er einfach nur sensationell ist. Deswegen scheißen wir mal auf Geo. Das wird schon irgendwie. What? Weren't we at a waterfall just now? Oh, so many clouds. I believe, with any luck, the sunset... Really? Let Paimon... Look, it's... And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here... These are not real clouds. If we want to go down, we must first destroy the mechanism. All right, then what? I sense the presence of monsters in this place. Hui! Jetzt haben wir dich auch noch. Nice. So, jetzt ist die Frage,
Können wir einfach dahin laufen? Ich habe Angst. Falle ich runter? Nee. Okay. So, fangen wir mal hier an. Ich glaube so. Dann so. Und dann geradeaus durch, ja? Yes. Oh, geile Attacken. So, zack. Ciao. Oh, das lädt sich zweimal auf. Das ist ja richtig geil. Ah, geh doch hoch, Mann. Alter, willst du mich verarschen? Gut, dass ich die mitgenommen habe. Runter mit dir. So, ciao. Du stirbst hier. Den töten wir so. Zack. Alter. Wieso kann ich da nicht hoch? Willst du mich verarschen? Ah, jetzt. Hallo. Was geht? So, tot. Was nun? Das hier kaputt machen? Ah, jetzt weiß ich, wieso ich Geo-Einheiten brauche. Oh nein, ich komme hier gar nicht weiter. Ich brauche auf jeden Fall Geo. Oder? Probieren wir es mal einmal mit Feuer. Nee. Wir brauchen unbedingt Geo. Oder wir machen das hier kaputt. Ah ja, stimmt. Ups. Blindfisch. Ah ja, dauert es lange. So, haben wir das? Nee, so geblieben. Dich brauchen wir. Und zack. Nice. Das gefällt mir. Endlich mal eine Herausforderung. Bisschen rumrätseln. Hier sind keine Gegner, aber... Ah, hier. Boah. Ich habe Angst runterzufallen, wenn ich ihre Fähigkeit verwende. Deswegen machen wir es so. Was war das? Ach so. oh, nice. Okay. Hier kann ich fliegen. Oder runterfallen. Ich trottel. Wo habt ihr das gesehen? Was war das? Kern der Anordnung. War das das in der Mitte oder was? Ich viel Leben gehabt. Hier sind schon wieder Gegner. Yes. Gut, dass ich dich habe. Zack. Oh, das war dumm. Ich wollte eigentlich dich haben. Zack. Oh, die gefällt mir. Nice. So, wir müssen die mal kurz heilen. Zack, das reicht. Nice, die haben was Schönes gemacht. Komm schon. Und zack. So, jetzt können wir in die Mitte. Die Frage ist, kann ich einfach so hinhüpfen? Eher nicht, oder? Einfach so hinhüpfen wird nichts. Oder? Wir probieren es einfach mal. Oh, anscheinend doch. Es scheint, dass wir für Intruder genommen wurden. Dieses Mal, warum nicht mich das erlauben? So heilen. Zack. Ah, ich liebe die einfach. Macht so viel Schaden. Ciao. Noch mehr. So, jetzt können wir mal schauen, was sie drauf hat. Wow. Alter. Oh, okay.
stehe. Kannst du mal kaputt gehen? Heilt sich wahrscheinlich einmal oder so. Nee, doch nicht. Einfach drauf. Nice. Die Vorrichtung wurde zerstört und der Nebel löst sich auf. Oh. Lande auf dem nächsten Wolkenmeer. Oh nein! Auf euch habe ich gar keinen Bock. Elektro wäre jetzt geil. So, wir machen eine Sache. Zack. Zack. Damit wir schnell durchkommen. Alter, verpiss dich. So, zack. 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 Jetzt geht's ab. Kämpfen wir mal mit der. Die muss doch was drauf haben, oder? Einmal für euch. Oh, ich denke die ganze Zeit, ich falle gleich runter. Komm schon. Boah, dauert's lange. Nein! Und ich habe auch kein... Naja, egal, es wird schon irgendwie. Mann, so. Aua, das tut doch weh. Zack. Hey, chill mal. Das muss so gemein sein. Zack. Gleich weg. Ah, wir brauchen doch keinen Geo. Wir sehen den auch so. Zack. Zack. Let's go. Keinen Schaden gemacht, okay. So vielleicht. Zack. Ach, du bist doch kein Gegner. Alter, ich kann nicht... Ah, okay, wir fahren ins Wasser. Ich hab das aber gerade nicht verstanden. Ich hab das aber echt nicht verstanden. Ich dachte, ich kämpfe jetzt gegen den Poisson. Anscheinend nicht. Gibt's hier was? No. Einfach schnell durch. Was ist das? Berühren. Oh, das ist ja richtig cool. Ich denke, ich muss es einfach mal in die richtige Richtung. Weiter kann es nicht, also muss ich in diese Richtung. Das finde ich ja mega. So, erstmal nicht berühren. Umschauen, sehr wichtig. Hier durch kann ich nicht. Kann ich in diese Richtung auch nicht. In diese Richtung kann ich auch nicht. Aber ich kann doch... Der Stein, ja, ja, ich habe es gesehen. Zurück kann ich den auch nicht befördern. Der Stein bleibt da wie eingewurzelt stehen. Ja, ich weiß. Wohin dann? Ich habe gehofft, dass ich hier durch kann. Aber es geht nicht. Gibt es hier noch etwas? Hier ist noch ein Stein. So, da hinten gibt es nichts mehr. Das geht weiter. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Okay. Meins. Geht nicht. Das geht. Geht das? Yes. Müssen wir alles auschecken. Okay, da unten geht's weiter. Vielleicht gibt es hier noch was. Schauen wir uns mal an. Yes, eine Truhe. Nehmen wir natürlich mit.
Tor der Wiedergeburt. Hier wird gekämpft. Hallo, ihr Pisser! Boah, das wehgetan. So, einmal. Zweimal. Zack, zack. Boah, ich mag die, Mann. Die macht echt gut Schaden. Na, weg mit dir. Direkt hier weitermachen. Komm schon. Boah, wie viel Leben das einfach hat. Okay, da kommt schon einer. Boah, ich hasse den. Ekelhaft. Ekelhaft! Aua! Okay. Das gefällt mir nicht. So, viel mal ein. Zack, zack. Und nochmal zack. Nice. Jetzt geht's ab. Alter, wie viel Schaden der bekommt durch die Fähigkeit von der Shenhe. Krank. Wie lange das auch geht. Oh, ich bin so froh, dass ich die gezogen habe. Krass. Ey. Die ist fast gestorben. Gut, dass ich das gesehen habe. Gut, dass ich das gesehen habe. Heilen wir mal ein paar Einheiten. Zack. Nehmen wir mal den hier. Ich glaube, hier müssen wir dreimal kämpfen, mindestens. Oder sogar viermal. Weil beim 1/4 hatten wir schon den ersten. Nee, nee, dreimal. Ganz sicher dreimal. Jetzt hört es wahrscheinlich wieder auf. Jo. Da ist der schon. Oh, es sind zwei. Nein. Das war dumm. Für dich. Zack, zack, zack. So, Rasur. Nein. Oh, das war knapp. Du darfst noch nicht sterben. Halt nur ein bisschen aus. So, einmal ausweichen. Zack. Oder auch nicht. Für dich. Zack, heilen. Und wir Schaden bekommen. Wie viel Leben hat er noch? Oh nein. Oh, ich dachte, der dreht sich um. Aber das ist auch scheiße. Oh, Volltreffer. Jetzt macht er das. Dieser Arsch. Und er auch. Immer stehen bleiben. Zack. Alter, das war doch ein Volltreffer. Willst du mich verarschen? Na egal. Ja, für euch. Nehmen wir heim. Den besiegen wir schnell. Nice. Weg mit dir. Und der nächste. Für dich. Auch für dich. Boah, kannst du mal sterben, Alter? Oh, ich bin so dumm. Das war wieder automatisch einfach so gewechselt. Na egal. Wir haben es ja geschafft. Zack. Okay, das macht echt gut Schaden. Und wir bekommen durchgehend Schaden durch diesen Scheiß hier. Jedes Mal 800. Ich weiß nicht, ob ihr es unten gesehen habt. Okay. Weiter geht's. Bitte kein Bosskampf. Bitte kein Bosskampf. Wir müssen erstmal heilen.
Yes. So, heilen wir uns mal. Einmal wiederbeleben, bitte. Wir hätten ein bisschen kochen sollen. Ich habe gar nichts. Zack, 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 zack. Ey, ich habe ja gar nichts, ne? Ist nicht gut. Echt nicht gut. Das könnte wieder mal knapp werden. Kann ich hier, Moment, ich muss mal gucken, ob ich ein Herd dabei habe. Damit wir schnell kochen können. Yes. Wir müssen kochen. Geht nicht anders. Also immer ein Herd dabei haben. Sehr, sehr, sehr wichtig. Davon, wie viele haben wir? Aktuell 6 vorhanden. Wird reichen. Komm, wir müssen einfach alles mitnehmen, was geht. Alles einfach kochen. Weil ich denke, wir werden es brauchen. Und wir alles mitnehmen. Yes, aber nur zweimal leider. Also für die Leute, die das nicht wussten, hier kann man die Figur auswählen und manche Figuren haben bestimmte Perks. Hier zum Beispiel die Jane stellt bei der perfekten Zubereitung eines Gerichts mit Wiederherstellen der Funktion mit einer Wahrscheinlichkeit von 12% den zweifachen Etriarch her. Es gibt auch andere Charaktere, die das haben. Manche können sogar besondere, ja zum Beispiel hier. Nee, das ist misslungen. Aber es gibt auch andere Charaktere, bei denen man spezielle Produkte dann sozusagen bekommt. So, das ist mir alles zu wenig. Wieso habe ich zu wenig Loot? So, nehmen wir halt ein paar Nudeln mit. Zack. Hier zweimal besonders. 26%, 570. Und bei dem ist es weniger. So, was können wir noch herstellen? Was haben wir noch? Hier. Auch nicht. Was haben wir hier? Nee, das ist Wiederbelebung. Okay, das war's. Wir haben einfach nichts dabei gehabt. Dann nehmen wir wenigstens einmal von dem hier mit. Zack. Okay, let's go. Ich glaube, wir machen das jetzt so. Davon können wir herstellen. So. Okay. Ich bin mal gespannt. Jetzt nochmal schnell heilen. Okay. Could that be the Sunset Vermilionite? Boah, ich glaube, wir werden da krass kämpfen, Mann. Ich habe Angst. Wo ist das? Hier, Minzgötter. Davon machen wir hier nochmal 17 Stück. Okay. Let's go. Kriegen wir eine Truhe? Yes. Nice. Hoch mit uns. Doesn't float until it's activated. It may look different. Only after being activated does Plostrite re- Wow, Shenhe. Only because my master is fond of chatting. I don't care for her stories most of the time. Hold on a sec. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it, but if we don't activate- Don't worry. I can handle- Are you sure? Please don't worry. I'm well aware of my safety. That's right. You gotta be extra- Hmm. I'll go on ahead with the Plostrite. Trägt den Plostrite auf der Schulter und geht weg, okay? So ein riesen Ding oder was? Okay, wir sind hier fertig. Schade. Umsonst vorbereitet. Ich dachte, da kommt noch was auf uns zu. Ich habe mich schon gefreut, irgend so ein Riesenmonster zu besiegen. Schade, schade. So, Jade gemacht. Wir müssen einmal zurück. Da ist die Baustelle. Interessant. Ist das näher oder das hier? Ich glaube, das hier.
So. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann ein Reittier geben wird. Das wäre so geil. Hier so ein Pferd zu reiten oder irgendein Viech. Oder einen Drachen zu reiten. Oh mein Gott, wäre das geil. Stellt euch mal vor, ihr reitet so einen Drachen. Dann müsst ihr nicht mehr so latschen. Und könnt von oben sehen, was für Truhen es hier gibt. Alter, wäre das geil. Oh mein Gott, I can't believe. Oh mein Gott, genau! How can she lift that massive rock all by herself? Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing. Cat's here. This is top tier in size and quality. And the condition it's in is quite simply, if I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite. My name isn't important. I'm not even here. I was just delivering this for some other people. They should. Shenhe! And Ningguang's little helper! Ah, so you're the ones, but I have to correct you on one. Okay then, Miss Secretary. In truth, it is the finest piece of. If everything goes according to plan, we will use this piece in the fountain. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby. Now, please excuse me. As. Shenhe! Shenhe! Alter, was für kranke Augen die hat? Oh. What kind of reaction is that? Oh! Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break it. I've had similar compliments before. Alter. They call me an Adeptus. Treat me with great deference and respect. Yeah, because that's how Adepti are. At least the ones we've met. But I am not. Shenhe? Shenhe? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we- Well, Baiwen said that there are some make- No need. You can't do that. When you're hungry, you go eat something tasty. Okay. Great! Now we're talking! So, wohin gehen wir? Was haben die da hingemackt? Hier oder was? Oder dahinter? Yes, dahinter. Gasthausinhaber. Hi there! Checking in. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, so business is booming for me. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within. Here are your keys. Shenhe, you should go get some rest. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat. Let's buy one for Shenhe too. All right. If you need anything, don't hesitate to just. Ruh dich gut aus, Shenhe. Oder wenn man die reiten könnte, wäre es doch geil, oder? So, was will denn die auf einmal hier wieder? Tomate. Ist die da oben oder hier oben? Hier oben, ne? Da oben ist sie. Boah, jetzt müssen wir klettern. Die hätte auch ruhig runterkommen können, ey. Das ist eine Tomate. Ne? One trust, you have met Shenhe. Ihr habt das Kind, Shenhe, das Kind, okay? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time. Cool! So, calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. Her Adeptus name. Don't all Adepti have a name? Sie ist kein Adept, on this latter point, you are correct. Krass. Oh, right. What? You knew already? Do you mean to say that she presents? Well, to start with. Ah, yes. She was one first found Shenhe by chance in a cave. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In you better son, God is okay. So when one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. That she was able to endure such terrible danger was due not one dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. In other words, if you hadn't passed by that day. Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the gods. That's still so dangerous, though. Why was it. Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had. Indeed.
It is one to whom she refers. Xian He has an extraordinary... However, her homicidal urges did not subside with age. Moon Carver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. Passiert jetzt irgendwas oder was da los? It is only by fate that people's paths may cross. Now. Oh, now Paimon gets it. You came out. Huh. You dare draw such a facile conclusion. Ning Guang once made a bold assertion that this is to be if she handles it admirably. One is willing to be a witness to her. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of. Wisst ihr, was ich witzig finde? Diese Regentropfen, wenn die auf die Haut knallen, das sieht so aus, als würde so ein Tropfen aus einem Liter bestehen. Schaut euch das mal an. Junge, Junge, Junge. Warte bis morgen früh, 8 bis 12 Uhr. Ruhe, wir warten direkt mal. 8 bis 12 Uhr. Zack. Blup. Hey, so Shenhua. Shenhua. Master has relayed my situation to you. I take it. Oh, how did? I'd intended to wait until you. I was worried that something may have happened. On top of this, you have been acting very strangely. After all. It's okay. The fault is mine for not explaining everything to you. Still, though you mistook me for this... To be fair, we've... Anyway, now it's settled. From now... Got it. Although I... Great! Well, now... But before we do that, after all, Sunset Vermilionite is so... Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. So, ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, hier mal einen Cut zu machen. Im nächsten Video geht es weiter. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past.